In Indien wird solch ein Klang als Mantra bezeichnet. Ein Werkzeug, um Denken und Fühlen zu beruhigen. Der berühmteste Mantra ist Om. Eine Kombination aus dem tönenden Laut O und dem weichen Lippenlaut M. Wir können Om in der Stille schwingen lassen, wie ein leises Summen, oder es mit dem tiefen Atemstrom in die volle Schwingung bringen. Wichtig ist das innere Ausruhen auf dem Hm, das immer leiser und zarter wird, bis es still ist. Mantras gibt es letztlich in allen Sprachen. Das Sanskrit ist besonders stark vom Klang geprägt. Die Weisen und Yogis Indiens haben in sich selbst gespürt, welche Schwingungen Harmonie und Vertiefung in uns einströmen lassen. Mantras werden wiederholt. In der Wiederholung kann sich unsere Gedankenmaschine ausruhen und entlasten. Es gibt nichts Neues, worüber nachgedacht werden muss. Das System fährt herunter. Mantras wollen gehört und gefühlt werden. Es ist nicht viel Aktivität nötig. Wir schwingen uns ein und kommen in Resonanz. In Mantras vibrieren geistige Kräfte. Sie sind Botschafter der spirituellen Wirklichkeit, die sich in verschiedenen Namen und Eigenschaften zeigt. Wenn wir ein Mantra schwingen lassen, lassen wir vor der Wiederholung einen Raum der Stille. Dieser ist mindestens genauso wichtig wie der Klang des Mantras. Loslassen und ruhen, wenn die Schwingung feiner und feiner wird.